Sie sehen die Musikerinnen und Musiker des WDR Sinfonieorchesters in Streikwesten, in ziviler Kleidung und ohne Instrumente auf der Bühne. Schluss sein. Weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk zuletzt stark unter Druck geriet, soll der Tarifabschluss erstmalig deutlich unter dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst bleiben. So will es unsere Arbeitgeberseite und selbstverständlich können wir diese Logik überhaupt nicht nachvollziehen. Als unser Recht sehen wir es unter anderem an, für gute Arbeit und Geld zu verdienen. Denn wir alle haben einen Arbeitsvertrag mit einem, wie wir finden, besonderen Arbeitgeber. Dieser Arbeitgeber ist im Bereich der Kultur einem Bildungsauftrag verpflichtet. Und wir als Orchestermusikerinnen und Orchestermusiker des WDR leben diese Verpflichtungen jeden Tag. Wir leben sie, wenn wir, so wie heute Abend, zu Ihnen kommen, um besondere Konzertformate anzubieten. Wir leben sie, wenn wir in Schulen und Kindergärten gehen und in diesem Bereich einen aktiven Beitrag zur musikalischen Früherziehung leisten, was man heute als Education-Projekte bezeichnet. Wir leben sie, wenn wir im Ausland im Rahmen von Gastspielen unterwegs sind und auf diese Weise unser Land repräsentieren. Freuen würde ich mich, wenn wir mit unserer Botschaft auf offene Ohren bei Ihnen gestoßen wären. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.